Let's just see if we can get mid control or A or something. Also, der ein schlechtes Mikrofon. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Matchmaking. What the fuck? Ja, mal wieder auf das 2. Weiß ehrlich gesagt nicht, die letzte Runde war. War das die Runde auf Inferno? Kann das sein? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Sie sind sich im Kreis gedreht. Yolo. One car, one car. Oh, läuft ja gut, 4-2. Leute, einer ist ja schon ganz tot. Scheiß drauf, einfach planten gehen. Oh, one shot. Okay, das war der Kill Shot. Reloading! Oh, soll ich probieren zu knifen? Oh. Schade. Es liegt mir so schön, das sind 2000. Nice. What the fuck, Alter? Übelst einen Headshot gegeben, der Idiot. Naja, er wird ja rausgeworfen, nicht ich. Go for it. I'll flash you. Ja, endlich mal wieder eine neue Folge. Matchmaking. Aber ich habe jetzt die letzte Zeit, wisst ihr eigentlich, kaum noch gezockt. Nur noch die Blatter und Series eigentlich gemacht. Und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr spielen, weil ich jetzt wieder Bock drauf habe. Ich zocke halt immer nur so viel. Und nehme halt auch nur dann auf, wenn ich auch Lust habe zu spielen. Und die letzte Zeit, wie gesagt, war es halt kaum. Also ich hatte auch nicht mehr so viel Zeit durch die Arbeit. Aber jetzt, zumindest am Wochenende, werde ich wahrscheinlich immer eine Folge aufnehmen. Ja, ich kann. Mindestens. YOLO! What the fuck? Das war schlecht von mir. Aber das war schon schlecht von den anderen, ey. Wir sind die alle gestorben. Und vor allem haben sie keinen einzigen Gegner gekillt. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schlecht jetzt. Da gewinnt man die erste Runde und dann verkackt man. Oh, nice. Nein, what the fuck? Er hatte eine PP-Pizza und der hat eine SSG, er muss ihn huschen. Der andere weiß wahrscheinlich nicht, dass er nur 7 Life hat. Ja, wobei jetzt ist er schon ganz hinten, jetzt hat er es verkackt. Vorausgesetzt, er hat überhaupt eine SSG, aber ich glaube schon, ne? Es hat. Er hat immer noch letzte Schüsse gemacht. Das ist auch richtig dämlich. LOL! Lacke. Alter. Wir haben mit 7 Leben einfach 3 Leute weggeholt. Und vor allem wir die weggeholt hat, die ersten beiden, ne? Das war echt ein Witz. Mit der PP-Bitzung, ganz ehrlich. Ich habe einfach nur Glück gehabt, dass sie fast tot waren. Aber naja. Three guys, please don't go B, please. Okay, okay. Guys. Rotate. Okay, one went back. So only two on side now. And one holding mid. LOL! Oh lol. What the fuck? One chance. Was the Geier fuck? Macht blau. How can you all just leave towns? Ach davon. Ah, ich dachte, die wären von Short gekommen. Ach so, die sind B durchgelaufen, lol. Okay. Ja, er hat gerade gesagt, why did you all leave tunnels? Huh. Ja, es hieß ja don't go B. Das war so ein behinderter Cowboy, don't go B. Ganz ehrlich. Die hatten eh nur Pistes und wir hatten P90, wir hätten die einfach tot wahrscheinlich. Das ist so behindert, dass wir nicht B gegangen sind. Wow, es sind 2 Leute B und ja, es sind voll oft 2 Leute B. 2B, 2A in der Mitte, das ist eigentlich Standard, also es war sowas von behindert, dass wir nicht B gegangen sind. 5 Mann B-Rush kannst du mit Pistole okay, nicht guys, aufhalten. Force. Ich kann hier nichts kaufen. Ja gut, ich kann auch Rüstung kaufen. Ja, ich bin übrigens immer noch krank, deswegen sorry. Werde eventuell das ein oder andere Mal husten. So wie jetzt. Und eventuell auch
trinken. Ich hätte gerne eine Waffe. Das ist meine. Nice. Ich weiß, da liegt eine AK, aber ich hier kennt mich. Oh lol, aber keep them distracted there. Then bomb go away. Okay, rip. Zwei AWPs, Alter. Ich bin so gefickt. Und wie er mich pusht, dieser Bastard, Alter. Was ein Spasti. Halt die Fresse, Junge. Let's go short down smoke. Ich hab ihn gehört, aber viel zu spät. Also ich hab mich viel zu spät umgedreht und dann kam der eh mit der AWP. Also umdrehen hätte mir nicht mal was gebracht, jetzt haben die jetzt gekauft. Na. BTF? Shot. One guy T-spawn. No. Für euch den gemacht. 54. Oder? Go for the run. Sind sie die Pros? Wieder im Team. Ike. Na, der eine hat schon gekauft. Nein. Eigentlich ist es mir relativ egal, ob wir gewinnen oder verlieren, weil... ja, mein Rank momentan wieder voll nicht stimmt. Also ich spiele momentan wieder richtig schlecht. Eben weil ich jetzt nicht so viel gespielt habe in letzter Zeit. Aber auch einfach, weil ich momentan einfach richtig schlecht bin. Ich weiß auch nicht wieso. Keine Ahnung. Deswegen, solange ich nicht unter Master Guardian drop, ist mir wirklich ziemlich egal. Ist da gerade nicht irgendwas reingeflogen? Go A. Go A. One is pushing down, one is pushing down. One is B. No. Nein! Mit one, mit. One mit. Ah, ja, ich wollte die Waffe mit noch holen. Ich hab nicht gesehen, dass der da liegt. Okay, ist only one left, so. Only one mit. Ja, und der hat Narbe. Nimm mit. Hä? Wie können beide drei Kills gemacht haben? Oh, das ist ein Anzeigefehler. Lol. Das war ein Anzeigefehler. Ich dachte zwar schon, hä? Haben beide drei Leute gekillt, aber es ist noch ein Gegner übrig. What the fuck? So, können wir endlich kaufen. Ja, ich kaufe die SG. Ganz ehrlich, ist es ja eigentlich egal, was man sagt. Ist übers gut spielen oder nicht, aber ich check nicht, warum man sich die SG nicht kaufen sollte. Ich meine, wenn du mit der Waffe gut spielst, ja, warum sollst du sie dann nicht kaufen? Ist doch egal, welche Waffe du kaufst, oder? Ganz ehrlich. Es ist einfach, ich finde das so behindert, dass man da so hart geflamed wird. Und vor allem, die flamen dich halt schon in Gold Nova, haben die mich schon geflamed, wenn ich mir die SG gekauft habe. Ist doch meine Entscheidung. Erstens mal schreibt mir das keiner vor und zweitens, wenn ich mit der Waffe besser spiele als mit der AK, kann ich mir die AK kaufen. Wow. Mache ich keinen einzigen Kill damit. GG. Bringt wirklich sehr, sehr viel. Und kostet, wow, ganze 300 weniger. Also wenn man es von dem Standpunkt mal sieht. Aber das Geld ist da eh nicht die... ist ja dann nicht das Argument, dass man entflammt. Glaube ich zumindest. Es
wäre geil, wenn man mit einer Granate die Bombe so nach vorne kicken könnte, so wie Waffen halt. Das wäre ganz chillig. Das wäre auch ein bisschen unfair. Go Wonk. Haben die eigentlich noch eine AW für die Gegner? Ah. Go, no time. Ach du Scheiße. Blue, right, go up and take the bomb, go up and take the bomb. Nein! Na ja, gut, das war mega bin ich. Was macht Blau? Saving hope. Ah. You are fucking joking, Storm. What the fuck? I'm saving hope. Wie der Orange flamed und einfach. I have 15 seconds. Niemand irgendwas macht. Lol. So wollen die den jetzt rauswerfen, what the fuck? Kick me, okay. Do it. Oh man, CSGO ist fast schlimmer als LOL von der Community her. Ist echt unglaublich. Machen es halt selbst nicht besser, flamen dich aber für alles, was du nicht richtig machst, beziehungsweise halt nicht so gut machst. Aber immer noch besser als die halt teilweise. Und dann stützen sie sich darauf, dass sie 2 Kills mehr haben. Oh, 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 2 Kills? Oh, du bist ja ein richtiger Pro-Player. Richtiger Over-Pro-Gamer. Alter, das kann doch nicht wahr sein, Mann. 40 HP short. Wieso ist der B? Oh Mann. Das hätte ich sein können, gerade. So ungefähr sind meine Mob-Skills. Aber da jetzt zum Beispiel, schaut euch das an. Trifft keinen einzigen Schuss davor. Safe. Aber Hauptsache alle anderen Leute flamen. Wer den jetzt gemacht hätte, Wolleck, ja doch. Ja, oder Aimbot, ja. Ja, oder beides. Ist doch egal, ob der low ist oder nicht. Hat ja eh eine Arve. Na ja, gut, wobei, wenn er nur noch 5 HP hätte, würde ich lieber die Piste... Ja, wobei der andere da auch eine Arve. Dürfte jetzt interesting werden. Lol. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ja gut, der wahrscheinlich auch nicht. Sonst hätte er ihn wahrscheinlich gekillt. Oder zumindest probiert. Oder zumindest geaimt. Naja, egal. Müsste halt die Frage, wann jetzt die nächste Operation kommt, weil am meisten Bock hat mir das Spiel schon immer gemacht. Ich meine, ich zock's jetzt doch schon seit einem Jahr. Also vor über einem Jahr habe ich es das erste Mal richtig angefangen. Ich habe öfter mal eine Pause gemacht, einen Monat oder so. So wie jetzt diesen letzten Monat. September habe ich jetzt auch kaum gespielt. Ja. Operations machen einfach am meisten Bock, weil die Missionen, so scheiße sie manchmal auch sind, aber das mit den Drops und so, ich finde es trotzdem ganz lustig irgendwie. Also auch wenn man nur Scheiße bekommt, irgendwie so ein bisschen was hat's schon. Ich meine, natürlich ist man angepisst, wenn man dann 28 mal Scheiße bekommt oder so. Also wenn man es jetzt mit 2 Accounts zum Beispiel macht. Aber ja, das, ich finde es trotzdem ganz nice. Also es hat irgendwas. Operation macht es auf jeden Fall interessanter zu spielen.
Beim Matchmaking, man sieht es ja eine Runde und man hat eigentlich schon keinen Bock mehr drauf, weil man solchen Hurensinn spielt. Die flashen den Shit out of... Was? No! Nein! Nice aim. Ich hatte keine Munition mehr. The Flame Danced in Madrid. Oh man. Ja, ich habe das mit der Flash ein bisschen spät gemerkt, dass die da von unten kam, weil ich schaue da die ganze Zeit hin, dann kommt die Flash, dann schaue ich weg. Ich habe nochmal Glück gehabt, dass der so langsam war. Aber ich glaube sogar, dass der mich knifen wollte, ehrlich gesagt. Weil er hätte mich bestimmt killen können, glaube ich. Ja, irgendwas wollte der auf jeden Fall machen. Oder er hat mich gar auch nicht gesehen, das kann natürlich auch sein. Naja. Trotzdem noch zwei Leute weggeholt. Aber ich hatte dann eh keine Munition mehr, so oder so. Nicht mehr gepackt, haben die jetzt gekauft. Keine Ahnung. Kauft man nur sowas. Ich weiß jetzt auch, warum die DP-250 so krass genervt haben mit der Munition. Alter. Lol, Alter, ja wahrscheinlich. Und da oben drauf hockt einer. What the fuck. Na, wir haben drei Leute, die glaube ich gar nicht mehr so schlecht von der... Ja gut, keine Ahnung was das war. Halb Eco, halb irgendwas. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall genug Kohle für alles, was mein Herz begehrt. Ich kann aber eine Runde AK spielen, aber ich weiß auch nicht. Ja, ich, seit ich das mit dem Spraydown nicht mehr mache, diese Einzelschüsse, ich meine, man trifft sie zwar, aber keine Ahnung. Ja. Wenn du keinen Headshot machst, finde ich, ist die Waffe halt scheiße. Weil dann kannst du auch lieber die SKs nehmen, weil da triffst du auf jeden Fall öfter. Also ist halt präziser und sehr viel mehr Schaden macht die AK mit normalen Schüssen auf jeden Fall auch nicht. Also mit drei Schusskiste mit der AK keinen, wenn du nicht in den Kopf triffst. Oder, ja gut, kommt vielleicht noch drauf an, wie weit der vor dir wegsteht und so, aber... Ja, mit beiden Waffen eigentlich vier Schuss, wenn du keinen Headshot machst, also von daher... Mit SG ist halt Headshot sehr wahrscheinlich zwei Schuss, aber... So oder so, also... Oh Gott. Minus 61 Chance. He's pushing, he lowered some. 48. Fuck. Oh, fuck. Ich hab die Granate leider nicht aufgehoben. Oder war der da gerade oder war das eine Leiche? Short. Fight playtime. Ah. Short. He's very low short. Nein! Oh man. So schlecht. Hätte ich dem 50 gemacht. Naja. Passiert. Aber da habe ich jetzt tatsächlich die AK genommen. Soll ich mit der die M4 machen? Muss es uns nochmal kaufen. Ja, ist eigentlich egal, ich spiele eh nicht gut. Und das Team auch nicht. Wieso wirft der dann eine Smoke? What the fuck? Achso, gut. Dachte schon. Oh lol! Alter, what the fuck, man. Das ist doch so ultra low einfach nur. Und dann... Alter, what the fuck, man. Wie erbärmlich das einfach nur ist. Der hat einfach nur linke Maustaste nicht mehr losgelassen, der Kerl, seit er den ersten Gegner gesehen hat. Mich hat es aber gewundert, dass er noch genug Munition für mich hatte, ehrlich gesagt. Der so hat durchgeballert, ich mich jetzt schon ein bisschen gewundert. Dass der mich auch noch kicken konnte mit dem Magazin. Nein! Er hat ihn genoscoped, aber der geknifft.
Nice. Naja. Also nochmal kaufen, ja, ohne Schwitz. Ohne Schwitz. Ja, das Ding ist halt, wenn du von beiden Seiten einen Gegner hast, ja, und selbst wenn du den hinter dir hörst oder neben dir oder über dir oder whatever, was willst du da machen? Du kannst eh nur einen killen, von daher ist es doch vollkommen egal. Aber sobald du den halt angreifst, den du sozusagen... Sobald du den angreifst, den du, der nicht hinter dir kommt, flamen sie dich immer. Aber naja. Mein Gott, ich gebe es zu, manchmal höre ich es halt echt nicht, aber... Ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust mehr von dem Spiel mein Trommelfell zerstören zu lassen. Weil ich meine Headphones, also meine Kopfhörer, keine Ahnung, was ich gerade auf Englisch gesagt habe, auf 100.000 drehe. Ganz ehrlich. How is that even possible? Wow, hello, my brother, good job. Wow, nice. Wow. Ouch. Ach, come on. Und zwei. Wenn ich in die andere Richtung laufe, wäre ich auch gestorben. Nice. Ja, schaut es echt ein bisschen scheiße, wenn die wissen, dass du da bist. Ich bin nicht mal schlechtest im Spiel tatsächlich, der von den Gegnern ist noch schlechter. Der Team Bizeps Bassi. Hashtag 39, wieso sind die nicht gemutet? Ups. Ja, nice cover, guys. You're where I live. Er stirbt halt komplett alleine, niemand von uns ist in der Nähe. Das heißt, er ist einfach irgendwo alleine hingelaufen und schreibt und sagt ein nice cover, guys. Er sieht ja, dass wir nicht da sind. Wow, was erwartet er dann, dass wir von hier, von B auf A-Long die AWP wegholen? Ich meine, ganz ehrlich. Das ist einfach nur sinnloses Flame, was der macht. Rotate, rotate. Rotate zu was? No call ist nice. Der Kerl hat noch kein einziges Mal was im Voice Chat gesagt. Wahrscheinlich hat er eine Pieps-Stimme wie kein zweiter. Hauptsache man flamed. He saw us. Come on. 64. Ja. Spacken, ja. Ja, probier ich nochmal AK. Habe ich jetzt eigentlich schon einmal irgendwie mit der AK gespielt, richtig? Ich glaube nicht, ne? Jetzt gerade auf Short hat das eine Mal, aber... Naja, da habe ich zwei Schüsse gemacht und dann wurde ich von der AE-Granate gekillt. Ja. Und weil es jetzt mit der anderen Waffe wahrscheinlich anders gewesen wäre. To be honest, lol. Ich clear. Nein! 70 HP behind the box. Er geht doch dann an. Nice. Na, die Gegner werden in der Tat von diesem Foxy und dem... Was weiß ich, was das heißen soll. Gecarried. Naja. I'll take long. Wie gesagt, ich finde es nicht schlimm zu verlieren. Ich meine, heißt nicht, dass ich zufrieden bin mit der Leistung, aber ich meine, mit solchen Teammates macht es halt erstens einfach überhaupt keinen Spaß zu spielen. Und zweitens, ja, muss ich erstmal wieder reinkommen. Alter, jetzt haben sie sich wieder gekillt. LOL, der ist rausgeflogen. Ja, 3 gegen 5. Wenn wir das jetzt verkacken, dann... Just don't rush. Yeah.
Nein. Ja, must. Ah, come on. Willst du mich verarschen, Orange, Alter? Der hat 100 Jahre gehabt, um den zu killen. Na, er hat keine Munition mehr und ich hatte einen AP, das habe ich gar nicht gesehen. Also erst kurz bevor ich gestorben bin. Naja. Nice. Egal. Ja, was ich einfach nochmal sagen muss, das habe ich letztens in dem Case-Opening schon mal gesagt. Yeah. Okay, then the rest should go be. Also die MP9. Okay. Ruby Poison Dart, ne? Ohne Witz, ich finde, das ist einer der am besten aussehenden Skins im ganzen Game von Waffen. Ohne Witz, ich finde, die sieht so verfickt geil aus. Wenn so ein AK oder M4 Skin geben würde, ey, das wäre so verfickt geil. Die sieht einfach nur so verdammt gut aus, die Waffe. Und Factory New, und die hat auch wirklich nicht einen Kratzer, die sieht einfach nur Bombe aus. Wenn er jetzt einen Gegner gesehen läuft bei mir. Aber ja, wie gesagt, so eine AK wäre schon richtig dope. Oder auch M4, eigentlich jeder Skin in der Richtung, die sehen richtig nice aus. Also die sieht richtig nice aus und Skins dieser Art würden richtig, richtig geil aussehen. Weil früher habe ich MP9 nie gespielt und jetzt spiele ich sie nur wegen dem Skin. Also, find's einfach ultra nice. Gibt nicht mehr darüber zu sagen. Fuck. Is B. Ja, lower. Ja, der also aus. Also lower Thomas, be ready. Ja, der hat schon eine geworfen. War da gerade einer? Ich sehe schon Phantome. Haben die vorhin zu uns gesagt, nicht pushen? Schau dich mal an. Am A verlassen und pushen wie sonst was. Ja, yeah, nice fallback now. Maybe. Jetzt habe ich zwei Gegner gesehen, aber ich glaube, ich habe keinen gehittet. Boah, langsam fahre ich ein bisschen zu stark nach hinten. Na gut, ich habe jetzt Zeit, wir... Ja, doch, ein Kill in der Pistole. Ja, aber ist eigentlich egal. Weil verloren ist es ja eh noch nicht, vor allem, weil der eine ja getrollt hat und jetzt draußen ist. War das eigentlich der schlechteste, nicht, ne? Da war keiner von den beiden Besten, oder von den drei Besten, aber... Also jetzt ist keiner Mitte. Oh, dann darf ich die Glory Mitte halten. Mit meiner MP9. Oh, das kommt tatsächlich einer. Nice. Wahrscheinlich der Bot. Ja, dachte ich mir schon. They smoke short. Short, guys, short. Boah, Alter! Habt ihr das gesehen? Das war nice. Jungs, spult nochmal zurück und schaut euch das nochmal an, Alter. Ich meine, es war total lucky und der hat mich hier, keine Ahnung, gar nicht getroffen, aber es sah nice aus. Ich drehe mich so, pfff, Headshot. Einfach nur nice. So mag ich meine Kills. Na, ja, ist die Kraft der Ruby Poison Dart. Weiß übrigens gar nicht, warum die Poison heißt. Also Ruby sehe ich hier noch irgendwo ein, aber wieso Poison? Ruby Lava oder so. Oder Lava Ruby oder einfach nur Ruby oder nur Lava. Irgendwas. Der Name, den die da gewählt haben, der passt, finde ich, gar nicht. So, das ist ziemlich risky, was ich da gemacht habe, vor allem, weil ich gesehen habe, dass da vorher zwei Leute standen. Oh, da ist auch tatsächlich noch einer. Two Guys mit. Sehe ich jemand von uns B? Ich sehe es gerade nicht. Hey, doch. Schon wieder ein Headshot. Oh fuck. Well, bomb short, two short, one A side. Das kann ich. Ich habe ihm Headshot. 99 in 4. Right. Ah, da steht er tatsächlich noch. Lol. Der hat ein HP, Mann. Oh mein Gott. OMG. Hat der ein Luck, Mann. Vor allem, wie ich ihn... Lol. Die hatten alle genug Geld. Da wollte ich mal droppen. Nimmt jetzt einer?
Weil es ist nicht so cool, aber kann nichts machen. Unterdrücken, pfff. Keinen Fall. Sowas sollte man nicht und sowas kann man auch gar nicht unterdrücken. Lol, what the fuck. Was ist passiert? Na egal. Ja, wäre natürlich schon geil, wenn wir es noch gewinnen, aber. Naja. Keine Ahnung. Mir ist also nicht gleich. Kann momentan, glaube ich, eh nicht downranken, weil ich habe jetzt 2 Games in Folge wieder gewonnen. Mit DMG, MGE, also Ranks. Von daher sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es dann D-Rank kommt. Selbst nach 2-3 Wins. Erst muss wahrscheinlich ein paar Games verlieren, um wieder die zu ranken. Naja, eine neue Operation wird mich echt reizen, aber kommt safe erst. Frühestens in 3 Wochen und ich denke mal erst im November. Anfang November wahrscheinlich oder so. Oder vielleicht in Halloween, wobei Halloween ist letzter Tag im Oktober, von daher. Von daher weiß man das ja nicht. Übrigens, die M4, da hat mich auch mal jemand gefragt, warum die T-Rex-Killer heißt. Das ist zwar schon ewig her, aber jetzt kann ich ja nicht mehr drauf antworten. Weil ich habe den Kommentar, ich habe da glaube ich nicht drauf geantwortet. Warum auch immer. Hashtag Arschloch. Aber, ja, die habe ich so bekommen tatsächlich. Ich habe meine Bullet Rain gegen die und noch irgendwas getradet. Also es ist eine Statrick Basilisk übrigens. So, die sieht halt aus wie die, die sieht halt aus wie die stinknormale M4, einfach nur mit Statrick und keine Ahnung. Ich fand die eigentlich ganz nice. Und die Bullet Rain, ich habe im A4 halt nicht mehr gespielt, also spielst du ja nicht mehr. Von daher, warum einen Red M4A4 Skin spielen, wenn du die nicht mehr spielst, die Waffe? Liegt einfach nur im Inventory rum, wird immer weniger wert. Von daher, jo. Ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist. Und den Nametag habe ich einfach nicht entfernt, weil, keine Ahnung. Was ich echt behindert finde, ist, dass man den Nametag nicht ändern kann. Also wenn ein Nametag schon gekauft ist, dass man nicht dann nicht den Namen ändern kann, sondern dass man einen neuen Nametag kaufen muss. Man kann zwar den Nametag an sich entfernen, ohne einen neuen zu kaufen, aber man kann es halt nicht umändern. Also ich kann jetzt T-Rex-Killer nicht in T-Rex-Killer 2 umbenennen zum Beispiel. Das finde ich ein bisschen blöd. Dass man jedes Mal wieder reincashen muss. Mein guter Name steht also gar nicht mal so teuer eigentlich. Aber trotzdem. Okay. Ein bisschen abfucken tut's mich schon. Aber es ist halt Valve, ne? Die wollen halt Gate. Gate. Okay. Die essen alle Eugene Krabs. Naja. Irgendwie. Ich hab so 20 Runden keinen Gegner mehr gesehen. Beziehungsweise keinen mehr gekillt. Naja. I'll take your. I'll take mid again. So wechseln die eigentlich jede Runde ihre Position, das regt mich übelst oft, dann weiß ich nämlich nie, wo ich hin muss. LOL! Ach, come on! It's B. 2 on B with bomb, 3 on B. LOL, dann hat sich ein Negev geholt. Oh lol. So bad. Wenn er das Messer geworfen hätte, hätte er ihn eventuell killen können, aber so? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ja. Soll ich mal eine AWP kaufen? Na komm, ich hole mir mal eine. Ja, komm. Eigentlich ist es ziemlich gefährlich, weil die brauchen nur noch 2 Runden, dann können wir nicht mehr gewinnen. One more day. Harry Potter ist ja schon hier. Harry Potter? Lass dich Harry Malfoy. Okay, der war richtig schlecht, da ist nichts Besseres eingefallen. Und ich hatte schon angefangen. Leute, es geht. Da wusste ich gar nicht, dass man da drüber schauen kann. Das hat, glaube ich, noch nie jemand gemacht. Na gut, so trifft man sie ja wahrscheinlich nicht, aber
Passiert? Ob da noch halt. Ja, okay. Incendiary out. Where are their enemies? In lower tunnel, one lower tunnel. Bombs mid, bombs mid, bombs taken. Going. Guess it's a short. Going cat now. Watch cat. Oh! That's not short. Nice. Rack, du dumme Spuchtleiter. Ich liebe diese Nades, Mann. Genauso haben sie mich vorhin gekillt. Das war einfach Revenge. Das war Revenge. Das war die Rache für vorhin, Alter. Ich weiß zwar nicht, ob es der gleiche war, ist mir aber vollkommen egal. Das war nice. Das müsste schon zwiegen. Also die Nade meine ich jetzt. Thanks. I'll go. I'll go short. One mid. I'm probably the first. Throwing smoke. Grenade out. All mid. I can't see where they went. I guess it's B, I think it's where they went. B. Boah, ist asozial, wenn du husten musst und nah B. OB. Wow. Nein! Du Hurensohn. Na, ich save mal lieber, glaube ich. No! Alter, das kann doch nicht... What the fuck, Alter? Was für eine Waffe ist das überhaupt, was die da hat? Der da hat... Nein! So und so. Ich dachte, er ist Bot gegangen. Short gegangen. Also ich habe ihn in CT nicht gesehen, aber er ist wahrscheinlich einfach nur weiter links gelaufen. Oh, can you... Spiele... Yeah, I can drop. What do you want? Einfach. Oops. Okay, yes, can you drop, thank you, short, to up, yes. Wieso drop ich den eigentlich? Die haben mich am Anfang übelst beleidigt, aber das ist mir eigentlich egal. only one long. Oh, mein Husten fuckt jetzt gerade übelst. Wow, 2-1. 3-1. Only 1-94. Four down. Yeah, they're going in. Flashbang. Left one CT. Okay, just came. He's going middle. No, he's here. CT. He's walking. Be quiet. He was CT, did you not see him? I think he's short. He's going short, probably. Wo ist der Hurensohn, Mann? Go on the side, you don't know. Wenn der jetzt von Long kommt, ne, dann... Nein! Oh, gee, Alter. Fuck it, ey. Das war jetzt ärgerlich. Ja, jetzt haben wir tatsächlich zwei Runden verloren, fuck. Aber es war jetzt nicht unbedingt, weil ich die MVP gekauft habe. Weil in der Runde davor, die hätten wir sowieso verloren, unabhängig davon, dass ich da noch gestorben bin. 22.
they smoked me, they'll probably go short. Ja, wenigstens bin ich mir so schlecht. Bin gleich auf mit dem anderen eigentlich. Chala Madrid. Chala. I guess they won't show. Ja, yeah, for sure. Alter, das kann doch nicht. Ja, das ist lost. Also gewinnen können wir es ja nicht mehr. Ja. Wenigstens habe ich noch ein paar Kills gemacht. 16, 20 wenigstens noch was gehört. Geht er sogar noch. Der eine von den Gegnern hat 12, 20. Also, es ist noch im Bereich des... Was ein Bastard. Lol, wie sie ihn echt noch rauswerfen wollten, Mann. Was für Pisse. Ist das, wie ist das eigentlich, wenn du da jetzt rausgeworfen wirst, zählt das Spiel dann? Also kriegst du dann XP und einen Drop, ist das so? Ich weiß es nämlich nicht, ey. Also, das ist sowas ist schon richtig. Also, wenn du dann wirklich rausfliegst und keinen Drop bekommst, das ist schon richtig asozial. Ja, muss man wirklich mal so sagen, die Community in CSGO ist wirklich schlimm. Dass sie es gerade noch probiert haben. Naja, auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, macht's gut, rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.